diesen Look braucht ihr einen Bleistift, den ihr euch auf eine realistische Länge in zwei Stücke teilt. Gummimilch. Watte schadet auch nichts. Ich habe den unteren Teil einfach nur mit flüssiger Gummimilch festgeklebt. Wenn das Ganze jetzt ein bisschen länger halten soll, weil ihr auf eine lange Party geht, tanzen wollt, dann nehmt euch einfach noch ein bisschen Watte dazu, Watte und Gummimilch, und dann gibt es mehr Klebefläche für den Stumpf. Dann richte den oberen Teil so aus, dass er zu der Achse des unteren Teils passt. Und jetzt brauchst du ein bisschen Wachs, damit der Stift, der obere Teil des Stifts, eine Fläche hat, wo er dran stehen kann. Am runden Nasenrücken kann er ja sonst nicht halten. Ich habe den einfach direkt in die Gummimilch eingetaucht und schon mal so an die richtige Stelle gelegt. Und dann aber auch noch mit Watte ergänzt. Watte an den Stift, Watte voller Gummimilch, und dadurch gibt es eine super Klebefläche. Wenn es noch nicht trocknet, so schnell wie du dir es wünschst, einmal rüberföhnen, bis die Gummimilch durchsichtig ist. Und dann hält es mit der Watte zusammen bombastisch. So, die Ränder, wie ihr das vielleicht auch schon kennt von anderen Videos von mir, die Ränder werden dunkel eingefärbt, damit sich der Stift auch mehr von dem Gesicht abhebt, damit es mehr Tiefe gibt. Das mache ich unten und oben. Und das Ganze ergänze ich noch mit Rot. Rot für Drama. Ich habe das jetzt überdramatisiert. Fand das gut, dass die ganze Nase auch so richtig geschwollen aussieht. Wenn euch der Nasenrücken noch nicht gefällt, dann einfach die Nase noch anpassen, das Wachs noch anpassen, bis es die richtige Hautfarbe ist, der richtige Hautton. Und blutig wird's. Überall, wo es noch was zu verdecken gibt, schnell mit Blutschorf hin. Also die Ein- und Austrittsstellen, den Bleistift. Und mit flüssigem Blut einfach drüber. Außenrum einmal drüber schütten. Was auch immer ihr wollt, um euren Gruseleffekt hinzubekommen. So schnell seid ihr auch schon fertig. Viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch eure Heidi Stumpf. Boah, das sieht echt eklig aus. Und halten tut's auch wirklich super. Tschüss. Boah.